Hallo, du Liebe. Ja, Montag ist schon wieder da, live um 17:30. Die Umdenkerin grüßt von Herzen. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast auch am Wochenende ja schön dir auch Zeit genommen für dich, Kraft getankt. Und ja, bist jetzt bereit für meinen Montags-Live-Impuls, deine Ich-Zeit und warum diese lebenswichtig ist und was du tun kannst. Das besprechen wir heute. Mal schauen, da ist schon jemand dabei. Wer ist denn da? Schreib gerne mal in den Chat rein. Ja, Ich-Zeit. So, so wichtig. Ne? Und da ist auch das eine wieder das Kennen. Ich kenne das, Ich-Zeit. Und das Können oder das einfach machen. Ich weiß, einfach machen ist vielleicht so einfach dahergesagt, aber es ist wirklich, wirklich wichtig. Wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Ich möchte starten mit einem Zitat, und zwar von John Steinbeck. Wer meine Seminare kennt, der kennt vielleicht, hallo Sabine, schön, dass du dabei bist. Wer meine Seminare kennt, der kennt vielleicht auch das Zitat, was ich auf meinem Roll-up habe. Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Weil wie alles im Leben, nur das eine ist nicht gut und nur das andere auch ist auch nicht gut. Ja, also wenn wir jetzt nur arbeiten würden, ist klar, führt definitiv in die Krankheit. Wenn wir aber jetzt gar nichts mehr machen würden, nur faul auf der Haut liegen würden, das wird uns auch keinen Spaß machen und das ist für unser Körper, Geist und Seele, für unsere Gesundheit unterm Strich auch nicht gut. Ja, deswegen, es braucht immer diesen Gegenpol und ich habe heute Morgen in meinem Business Wegbegleiter-Kartenset eine Karte gezogen, Yin und Yang. Und genauso ist es. Es braucht immer einen, es gibt immer ein Plus und ein Minus, ein Oben und Unten. Und so braucht es ein, ich sag mal, Ruhen und eine Aktivität. Ob das jetzt beruflich ist oder privat, spielt überhaupt gar keine Rolle. Immer die Abwechslung, so wie unser Herzmuskel das auch macht, der ja auch An- und Entspannung praktiziert. Täglich, ich weiß nicht, viele tausend Mal. Sonst würde unser Kreislauf gar nicht in Schwung kommen und wir könnten. Wir wären nicht lebensfähig. Also lebensnotwendig ist das auf jeden Fall. Ja, im Grunde ist diese Ich-Zeit, um die es geht, was ist das? Das ist Zeit für mich natürlich zuerst mal. Zeit nur für mich selbst. Es ist eine Zeit nur für mich allein. Ja, hallo Susanne, schön, dass du auch da bist. Freue ich mich. Ja, es ist Zeit für mich alleine. Und ganz bewusst alleine zu sein. Und das hat damit gar nichts zu tun, dass ich nicht mit jemand gerne meine Zeit teilen möchte, sondern ich brauche die Zeit auch immer mal für mich. Wozu brauchen wir diese Zeit, diese Ich-Zeit? Da ist zum einen die rein, ich sag mal, physische, körperliche Pause, die wichtig ist, um ja uns um zu entschleunigen, um wieder, ich will nicht sagen, kürzer zu treten, aber mal einen Gang zurückzufahren oder zwei. Das braucht nicht immer eine Stunde oder so zu sein am Tag. Da reichen mal 5 Minuten zwischendurch, um uns wirklich mal wieder zurückzunehmen und dem Körper auch ein Stück weit Ruhe zu gönnen. Und nicht nur dem Körper, aber da kommen wir gleich drauf, weil mir geht es jetzt tatsächlich um das erste Thema. Hallo Ruth, schön, dass du auch da bist. Ja, super Runde heute Abend. Ja, es geht mir zuerst mal um das Körperliche, weil Stress, diese Stresshormone, die im Körper ausgeschüttet werden, wenn es ein zu viel ist und wir in der Überforderung sind, ja, das will durch die Ruhe erstmal abgebaut werden, weil das ist eine körperliche Reaktion zuallererst. Und wenn wir mal zurückgehen, unser Gehirn tickt noch so wie vor ganz viel tausend Jahren, wie in der Steinzeit letzten Endes. Also sprich, wenn Gefahr von außen auf uns zukommt, kommen wir in Stress. Das heißt, eine körperliche Reaktion, die uns zum Fliehen oder zum Kämpfen in die Lage versetzt, sozusagen. Das müssen wir heute in der Form nicht mehr. Aber unser Gehirn tickt noch so. Deswegen bekommt es körperlichen Stress. Und wir wissen, dauerhaft Stress ist ganz schlecht für die Gesundheit. Das bringt uns zu Krankheit, Folgekrankheiten, Muskel-Skelett-Krankheiten, Kopfschmerzen letzten Endes. Das volle Programm. Und das ist nicht gut. Der zweite Punkt, weshalb eine Pause, also diese Ich-Zeit, auch so wichtig ist, ist die mentale Regeneration. Weil letzten Endes ist alles, was wir
um uns drum herum haben, diese Schnelllebigkeit, diese digitale, wie soll ich denn sagen, ja, Beeinflussung will ich gar nicht sagen, diese digitale Überflutung, das Wort habe ich eigentlich gesucht, das schmeißt uns so zu, das ist so viel in unserem Kopf, was da sich hin und her bewegt, die ganzen schlimmen Nachrichten, die wir hören, alles, was uns über soziale Medien erreicht und das führt letzten Endes da oben auch zu einer Überfüllung, ja, und das ist ganz schlecht. Wir haben eine hohe Arbeitsdichte, wir haben eine hohe Taktzahl über Tag, ja, die ganzen Meetings, die wir alle einander haben. Dann gibt es da noch Dinge zum Arbeiten im Arbeitsleben, nicht nur die Meetings. Und dann kommt man nach Hause und hat da auch noch Dinge zu tun. Du hast vielleicht Familie und die Kinder unter einen Hut zu bekommen. Und das alles, was da auf uns eintrifft, sind alles Impulse, die unser Köpfchen verarbeiten muss. Erstmal. Und ja, ich sag mal, Smartphone und Co., Fernsehen, alles, was da so kreucht und fleucht, ist verantwortlich für diese Überflutung. Natürlich können wir dem eine Pause setzen und können sagen, okay, ich mache jetzt mal 2 Stunden Digitalpause, Digital Detox, wie man das so schön nennt. Mal das Handy abschalten, 2 Stunden lang, mal 1 Stunde mal probieren, das ist schon so wertvoll. Ja, also das erstmal, diese mentale Entschleunigung, uns Raum da oben zu geben. Und da habe ich auch ein schönes Zitat heute mitgebracht, nämlich, das mag ich sehr, sehr gerne, ist eine indische Weisheit. Das heißt, wir müssen von Zeit zu Zeit eine Rast einlegen und warten, bis unsere Seele uns wieder eingeholt hat. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ich habe öfter mal das Gefühl, wenn so viel von außen kommt und ich will vielleicht selbst auch noch so viel tun, was ich mir selbst vorgenommen habe und so weiter und so fort. Und dann ist da oben irgendwann, da tut sich nichts mehr. Ja, da ist eigentlich chronische Überfüllung. Und dann ist es wichtig, da oben Pause zu geben, Stopptaste zu drücken und zu sagen, jetzt mal Pause. Und mit was völlig anderem beschäftigen. Oder wir schauen dann nachher nochmal hin, was du nämlich tun kannst in deiner Ich-Zeit, um die Regeneration wieder herzustellen. Ein dritter und auch sehr, sehr wichtiger Punkt, und da kommen wir natürlich jetzt auch dem Thema Resilienz noch näher, weil das ist letzten Endes das Innehalten für Reflexion, für Eigenreflexion. Also innen anhalten, das heißt innehalten letzten Endes. Und wenn wir sagen, wir halten an innen, beim Stehen, mental ein Stück weit stehen und gucken, was da los ist, wie es uns geht. Ja, was hat vielleicht zu dieser Überflutung, Reizüberflutung geführt? Warum haben wir sie zugelassen? Na, was führt zu einer Situation XY? Und welchen Beitrag habe ich selbst dazu beigetragen? Habe ich vielleicht nicht rechtzeitig Stopp gesagt? Ja, unser Körper sagt uns ja immer, was er braucht, was er will. Wir hören allzu oft, halten leider nicht hin. Ja, ich weiß das. Das ist auch immer so einfach gesagt. Aber unser Körper sagt uns das immer. Und wenn wir auf ihn hören und innehalten und sagen, Stopp, jetzt bin ich dran, mein Kopf dran, ich, mein Körper, da mal die Selbstfürsorge walten zu lassen und Lebenskraft wieder zu tanken, um alles, was da über Tag an uns an Aufgaben, Ideen und Herausforderungen herantritt, dass wir das gut meistern können. Und ja, letzten Endes ist es auch eine Fähigkeit, bei sich selbst zu sein, in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Weil wenn wir den ganzen Tag, ich sag mal so, im Hamsterrad hin und her flitzen, rundflitzen, dann sind wir nicht mehr mit uns in Kontakt. Wir tun das und sell und jenes und fühlen uns gut damit, weil wir etwas getan haben. Aber bei uns selbst sind wir da nicht. Und letzten Endes, ohne diese Zeit, ohne diese Ich-Zeit, verkümmert unsere Kreativität und unsere persönliche Entwicklung. Weil dann leben wir eigentlich nur das Leben von anderen. Ja, so kommen wir zur Selbsterkenntnis und zur Selbstregulation. Und das ist so, so wichtig. Ihr wisst das, ich glaube, über das Thema Resilienz spreche ich noch in 30 Jahren. Aber es ist einfach eine wichtige Erkenntnis, da genauer hinzuschauen. Und das ist das, was unsere Lebensqualität ausmacht, was uns befähigt, Lebensfreude auch wieder zu spüren und uns Raum dafür zu geben. Ja, was kannst du tun, um diese letzten Endes diese Ich-Zeit zu füllen, dir zu nehmen? Als allererstes ist es schon mal wichtig, dass du dir
diese Zeit auch einplanst. Weil da sitzt eine, die hat vor, ja, 2013 war das, spätestens da, vorher auch schon lange, immer nach dem Glaubenssatz gelebt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und du kannst es dir denken, viel gearbeitet bis abends und so weiter und Vergnügen, also sprich, ist das meine Lesestunde oder mit dem Hund Gassi gehen oder ja, mal nichts tun, das kam eigentlich nie vor. Ja, oder Musik hören oder so, das ist immerhin runtergefallen. Das heißt, ich habe mir meine Ich-Zeit nicht eingeplant. Heute mache ich das ganz anders. Ich plane mir Ich-Zeit bewusst ein, das steht auch in meinem Kalender. Zeit für mich. Was ich da in dieser Zeit mache, ist jetzt zunächst mal der zweite Schritt. Aber wichtig ist, dass du dir diese Zeit für dich einplanst. Dann hast du sie auch ganz anders im Fokus und dann gibst du ihr auch einen anderen Wert. Und du gibst auch dir einen anderen Wert. Ja, also wirklich 1, 2 Stunden pro Woche bewusst einzuplanen oder mehrere Minuten immer über den Tag verteilt. Auch das wirkt schon Wunder. Um Kraft zu tanken, ne, wie wir es eben gesagt haben, mentales Regenerieren, körperliches Regenerieren, innehalten zur Reflexion. Und was kannst du tun? Du kannst eine Meditation machen, zum Beispiel eine Atemmeditation, eine Entspannungsreise. Du kannst in die Natur gehen. Heute in meinen Gedankenfunken habe ich ja auch das Beispiel schon mal von der Natur gehabt, wo ich unbedingt Kraft tanken kann. Das ist so wertvoll. Und manchmal brauche ich gar nicht rauszugehen. Es reicht mal aus dem Fenster zu gucken und die blühende Natur gerade zu sehen und mich daran zu erfreuen. Und allein das gibt mir schon einen positiven Impuls und bringt mich in eine positivere Stimmung. Du kannst auch den Naturgeräuschen lauschen. Also nicht, dass du rausgehst mit Kopfhörer, sondern lausche mal, was da ist an Geräuschen, an Natur, was da an Geschenken für dich draußen ist. Du kannst natürlich ein entspannendes Bad abends mal nehmen, schöne Musik einlegen. Schöne Aromadüfte dazu stellen. Und vielleicht nimmst du dir ein Gläschen Wein oder ein Gläschen Sekt mit dazu. Wie auch immer du diese Stunde oder diese Zeit für dich gut gestalten magst. Du kannst auch Tagebuch schreiben, ein paar Minuten oder Dankbarkeitsbuch am Tag. Ich weiß, einige von den Zuhörerinnen heute, die machen das auch so. Ein Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel führen oder wirklich auch da mal, das ist auch ein Reflektieren und Innehalten. Ja, oder? Die Energien erneuern. Ja, man kennt es ja, die erneuerbaren Energien aus der Windkraft und so weiter. Wir können die auch erneuern. Bei der Windkraft nennt man das Repowering. Also wenn die Windräder, die sind ja irgendwie für 20, 25 Jahre, stehen die ja da und bringen Energie. Irgendwann sind die alt und werden erneuert und das nennt man Repowering. Und das können wir bei uns auch machen. Dazu möchte ich dich einladen und einladen, innezuhalten, einladen, deine Ich-Zeit für dich zu nehmen und ganz ohne schlechtes Gewissen das zu tun. Andere Menschen tun das auf ihre Art und Weise. Wir sehen das vielleicht auch gar nicht immer und denken, na ja, wir können uns doch jetzt keine Pause nehmen oder wie können wir jetzt Lebensfreude verspüren oder uns ein Bad einlassen und uns irgendwie gut fühlen, wenn da draußen solche schlimmen Themen unterwegs sind. Die Frage kann man sich natürlich stellen, aber helfe ich jemanden, wenn ich nicht gut für mich sorge? Ganz gewiss nicht. Wir können nur gut für andere sorgen, wenn wir selbst in der Kraft sind. Und das ist immer die Grundvoraussetzung. Und dazu möchte ich dich einladen, Kraft zu tanken, deine Energien immer wieder zu erneuern und innezuhalten, deine Ich-Zeit zu nehmen. Und vielleicht magst du dir eine kleine Liste anlegen, was du in dieser Ich-Zeit machen könntest. Ganz nach deinem Belieben. Wichtig ist, dass du dich ganz wohl und aufgetankt fühlst danach. Ja, ich hoffe, dass ich bei dir jetzt auch ein bisschen Lust auf Ich-Zeit gemacht habe, entfacht habe und wie wichtig das doch ist. Und es ist wirklich ein Lebensretter, weil wenn wir uns diese Pausen nicht nehmen, kommen wir in die Krankheit. Und wenn wir auch dann nicht, immer noch nicht auf unsere Pausen achten und auf unsere Gesundheit, dann, ja, wir wollen 85 werden, deswegen ist es, und noch älter vielleicht sogar. Deswegen ist es schon gut, heute für morgen zu sorgen. Viel Spaß bei deinen Ich-Zeiten. Vielleicht denkst du immer mal ein bisschen an mich dabei. Ich ja, wünsche dir ganz viel Spaß dabei und hab eine schöne Zeit, eine gute Woche. Und wir sehen uns die nächste Woche beim nächsten Live um 5:30. Welches Thema es da zu behandeln gibt, lasse ich mir noch einfallen. Das entscheide ich immer ganz gerne. Spontan. Liebe Grüße, einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart heute Abend. Freue ich mich sehr, sehr. Und vielleicht habt ihr auch Lust, eure Ich-Zeit heute Abend schon zu starten.
In diesem Sinne, bis ganz bald, eure Umdenkerin Sandra. Passt gut auf euch auf. Ciao.